Hallo, liebe Kids, willkommen bei der 50. Ausgabe von KVK, kurz vor Kids, ein kleines Jubiläum. Und heute geht es um einen Zeichner, der heißt Saul Steinberg. Und es ist ein sehr interessanter Zeichner, ein ganz berühmter Zeichner im 20. Jahrhundert. Er ist 1994 erst gestorben. Und das Bedeutende an seinen Zeichnungen ist das Spiel mit der Linie, wie ich es nennen möchte. Also er nennt ein berühmtes Buch, was er gemacht hat mit seiner Zeichnung, All in Line, alles liegt in der Linie. Und ich habe euch zwei Zeichnungen hier aufgebaut. Und ihr seht an der rechten Zeichnung eine Person, die zeichnet. Und diese Zeichnung besteht aus einer einzigen Linie. Also man sieht hier einen Stift, einen Punkt, und wenn ich dann die Linie entlang gehe, dann komme ich wieder hier an die Hand zurück und zum Gesicht. Also der Zeichner erfindet sich selbst. So könnte man das bezeichnen. Und in der anderen Zeichnung ist zunächst mal ein großes Gekritzel zu sehen, also wild durcheinandergehende Linien. Oben ist gezeichnet, ganz einfach, mit Strichen, eine Nase, zwei Augen, und mittendrin sehe ich dann auch wieder eine Hand und ein Stift, und der Zeichner erfindet sich auch selbst, aber sieht völlig anders aus als der. Und da kann ich dann wieder diese ganzen verwirrten, sich drehenden, sich kreisenden Linien nachgehen, bis ich dann wieder am Ende der Zeichnung eben in der Hand ankomme. Also es ist ein Spiel, und berühmt wurde dann Saul Steinberg auch mit seinen Fingerabdrücken. Also er hat seine Finger abgedrückt, also sein Daumen, hat es vergrößert und hat dann immer Figuren gezeichnet, die diesen Daumen durch die Gegend tragen, oder hat Gesichter reingezeichnet. Und sowohl die selbstzeichnende Figur als auch diese Daumen könnten ja Anregung für euch sein, mal euren Daumen mit dem Stempelkissen abzudrücken, zu vergrößern und zu gucken, was kann ich daraus machen und was könnte man dann für eine Figur, für ein Gesicht oder was anderes eben in diesem Daumen sehen oder ganz viele Leute mit vielen Daumen eben übers Bild laufen lassen. Was die Linie bedeuten kann, zeigt auch die Zeichnung. Also zwei Figuren, zwei Personen, die unterhalten sich. Und ihr kennt aus dem Comic Sprechblasen. Dann würde hier drin stehen, wie geht es Ihnen? Und hier würde drin stehen, danke, gut. Aber hier sind es dann wieder Linien, hier mit dem Lineal gezogene, ganz konstruktive, gerade Linien und hier sehr verspielte Linien, also was ganz, ganz Gegensätzliches. Und die scheinen auch was ganz Gegensätzliches zu sagen. Ihr könnt euch mal überlegen, was das sein könnte, oder ihr könntet selbst so einen Dialog zeichnen, wo dann der Sprechblase so ein Linienkonstrukt aus dem Mund kommt, was ganz unterschiedlich sein kann, aber was Bestimmtes bezeichnen sollte. Und da unser vorhergehender Baustein von KVK um Stühle ging, nochmal auch eine wunderbare Karikatur zum Thema Stühle. Also ein Mann sitzt auf dem Stuhl, liest Zeitung, und hier ist dann ein ganz barocker, ganz verspielter Stuhl, und da legt er dann eben seine Beine auf. Und das Besondere an diesen Cartoons, wie man sie auch nennt, von Saul Steinberg ist, dass sie uns erstmal vielleicht verwirren, aber dass sie uns dann auch zum Lachen bringen. Warum legt er hier seine Füße auf diesen besonders hervorgehobenen, ganz teu aussehenden, wie ein Thron aussehenden Stuhl, während er auf einem ganz einfachen Stuhl sitzt und hier eben seine Füße auf einen wertvollen Sessel legt? Also, lasst euch durch Steinberg anregen und ja, erfindet euch vielleicht mal auch in so einer Zeichnung, die aus dem Liniengewirr entsteht, euch selbst. Viel Spaß bei der Arbeit.